Hallo und herzlich willkommen zu... Andere Seite! Guter Ball! Komm, Mikey! Ja! Die erste Halbzeit war extrem ausgeglichen für die beiden Mannschaften. Da haben wir dann kurz vor der Halbzeitpause zwei Tore gemacht, relativ schnell aufeinander. Ja gut, meine Tore, das zweite Tor war Querball von außen und der Torwart hat ihn abgefälscht und entscheidet ins Tor. Und ja, das erste Tor war das. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie es gefallen ist. Aber ja, war im Endeffekt absolut verdient in der zweiten Halbzeit da. Hatten noch extrem viele Chancen, dass man es eigentlich höher hätte ausgehen. Nur dran, momentan fehlen bei uns von der Vorrunde 9 Stammspieler, wo wir halt nicht 1:1 ersetzen können. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch die nächsten paar Wochen so sein. Und jetzt schauen wir, dass halt der eine oder andere wieder zurückkommt, dass wir unsere Stärke wieder finden. Auf jeden Fall will ich das nicht auf das drauf anlegen. Kirchberg hat super gespielt, die haben verdient gewonnen. 4:1 spricht für sich. Und ich wünsche den Jungs auch viel Erfolg weiterhin, natürlich. Aber bei uns ist halt momentan gerade der Wurm drin, gerade weil halt 9 bis 10 Spieler nicht da sind. Verletzt, langzeitverletzt, Studium. Und da müssen wir jetzt durch. Jetzt muss man halt in den Gras reinbeißen.